Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei ARK hier auf Fjordur. Schön, dass du wieder hier bist und eingeschaltet hast. Es freut mich immer sehr, dass du hier bist. Und ja, unsere Zwillinge, die sind jetzt groß, denen können wir einen Sattel ausrüsten. Wir bauen mal da kurz zwei Sattel. Für die Megatherium. Megatherium zwei Stück bitte, danke. Ne, nicht 21, 2. Danke schön. Ja, und ich bin offline. Offscreen ein bisschen rumgeflogen und habe mich darum gekümmert, dass wir ein bisschen nach Höhlen schauen. Oder sagen wir mal, ihr habt ja die Höhlen auch schon gesehen in der letzten Folge. Die eine, die war ja ziemlich knackig. Und wir brauchten dafür, was war denn das? Das war so wärmendes Aufwärmessen hier. Nachdem du das gegessen hast, hast du einen höheren Nahkampfschaden. Nein. Okay. Das war Freya Curry, war das gegen Kälte. Und ich habe mich letztens gewundert, warum das so komisch war. Halt, du solltest schon was mitnehmen, aber nicht so viel. Heiltränke hast du noch genug. Machen wir den Stack voll. Perfekt. Stop. Ja, 15 Minuten ist ein bisschen wenig. Ich nehme noch eine mit. Und da fliegen wir mit dem Argentavis nochmal rüber. Ich habe mir da extra einen Teleporter hingesetzt, weil ich möchte schon gerne das Artefakt holen. So. Du hast schon mal deinen Sattel. Und du bekommst deinen. Dann gehen wir raus mit euch hier. So viele Megatherium müssen hier nicht drinnen stecken bleiben. Alle hopp. Ja. Wie viel hast du eigentlich auf? Du hast die Werte von deinem Papa bekommen, ja? Ja, das sind die Werte vom Vater. Bereit zur Paarung. Gleich soweit. Geschissen hat sie ja schon. Ich lass dich am besten gleich so. Gib dir deinen Punkt. Und du bekommst deinen Punkt. Perfekt. Der nächste kommt hier raus. Auf geht's. Zacki zack. Lauter Pelzgestöber hier. Ja. So. Das war die Geschichte. Der wird langsam größer. Das passt so. Das passt soweit. Hast du noch genug Essen? Vogel Chili war das. Ja, das Vogel Chili, das bringt ja gar nichts. Die Pumpgun habe ich, das habe ich, das habe ich. Dann will ich mit euch gucken, dass ich hier das. War das Artefakt des Himmelsherrn? War das, glaube ich. Dass wir das hier holen. Da können wir ja noch nach diesem neuen Dino Ausschau halten. Ob wir den nochmal finden. Das war Snierheimer Mountains 2. Echt jetzt? Und Snierheimer Mountains 3? 1?
funktioniert das wenigstens. Okay. Die Geschichte, die hat geklappt, aber warum klappt die andere nicht? Ich glaube, weil mein Wi-Fi noch da drüben steckt. Wo habe ich den Ball von hingetan? War das da drüben? Schauen wir mal kurz. Irgendwo muss es ja sein. Normalerweise hier und dann darüber. Oder war das da unten? Müssen wir mal schauen, kurz. Weil langsam müssen wir mal zu Potte kommen hier. Wo habe ich den Wald von hingesteckt? Ah, da ist er doch. Der Teleporter, der hat bestimmt nicht funktioniert, weil der in der Höhle ist. So. Mal die Dose hier weg. Junger Vater. Ich muss auf jeden Fall das hier essen. Und ihr seht ja, wie voll dieses Zeug hier ist. Glaube, das war hier rein, oder? Ja. Naja. Das war so rein, dann war das so rum. Für die Bumm. Und dann ist hier der. Ist hier das Artefakt. Normalerweise gehen wir mal hier drauf. Das müsste jetzt normalerweise gleich auftauchen. Ja, mit dem Flugdino geht es ja schnell, aber es muss ja nicht immer so sein, dass es. Ah, da ist es doch. Da haben wir das Artefakt des Himmelherrn. Machen wir das mal hier so. Alle hopp. Ich hätte es gerne so, dass ich mit dem Affe da drauf bin. Warte mal. Noch ein Stückchen? Yep, noch. Und noch mal eins. So. Also, hopp. Alles für die Kunst hier. Perfekt. Und so kommt ihr an das schöne Ding, an das Artefakt des Himmels her. Jetzt müssen wir nur wieder rauskommen. Aber geile Location. Echt cool gemacht. Da, ich habe mir es jetzt einfach gemacht. Aber warum schwer machen? Ich hätte auch mit der Fledermaus hier reinfliegen können. Das wäre auch kein Problem gewesen. Aber warum unnötig Stress machen? Stress haben wir im Leben alle genug. Und hopp.
Weil ich bin ja irgendwie falsch geflogen. Ich bin ja in diese Richtung gegangen. Und dann habe ich eine gescheppert gekriegt. Wow, Anglerfische, aber richtig mega hoch. Die Höhle, die hat schon was, die ist richtig geil, ey. Ich würde da eine Base bauen. Das war bestimmt die andere Höhle. Macht nichts, wir haben fertig. Sehr gut. So, schwuppdiwupp. Bären, die kommen ja hier nicht rein. Aber dich baue ich jetzt wieder ab. Du warst die... Du warst der zweite hier. Kann ich dich mitnehmen? Einfach so? Ja. Ja, ich kann dich schon so mitnehmen. Zack. Dann gehen wir zur anderen Höhle. Ist das das Artefakt des Himmelsherrn? Und um das dann wieder zu bekommen, stelle ich den einfach hier hin. Moment, wo ist denn das? Da ist der Teleporter. So, dann sehe ich ihn richtig. Halt. Artefakt des Himmelsherrn. Des Himmelherrn. Gut. Dann hätten wir die Geschichte schon mal erledigt. Dann schauen wir mal nach dem anderen nach. Wo war die jetzt? Ich hätte auch mit dem Wyvern jetzt fliegen können. War das da drüben oder da oben? Ja, ich bin schon so ein Holzkopf. Was ist denn das da hinten? Ein Saber. Ein Saber brauche ich jetzt nicht, ey. Das war doch genau gegenüber gewesen, ja. Ja. Gehen wir mal da hoch. Das war ja unter der... unter diesem Schloss. Okay, Juti. Juti, Juti. Ist ein zu kleines Level, Kumpel. Den brauchen wir nicht. Das war, glaube ich, hier rüber. Ich glaube, ich packe den Argentavis dann ein. Ich nehme dann den Blitzwalfern. Ich will nur mal noch mal kurz reinspickeln. Genau. Da braucht der Mann irgendwie ein Wassertier und das, da habe ich nur den Hai. Da kommen wir beim nächsten Mal hin. So, ich hätte gesagt, hier neben den Wyvern. Zack. Alle hoppa. Hopp. Sehr gut. Argentavis, du musst zu mir kommen. Oha. Okay. Ich hoffe, du bist fit. Wir fliegen mal hier nach Hause.
Warum sollst du dir das schwer machen im Leben, weißt du? Ich habe mich da umgeguckt auf der Karte und ich hab mir da was rausgeschrieben wegen Baylor. Hier 1,474. Ne, 4,47. Halt. Die Map, die solltest du wieder raus tun. 4,4,4,4. Ich guck gerade ein bisschen. 4,47. Geht, dann geht's so rüber. Spitze. Da sollten wir so schnell sein eigentlich. Beim Wi-Fi ist das ja kein Problem hier. Oder bin ich da auf dem Holzweg? Warte. Noch ein bisschen habe ich diese Suppe da in meinen Körper intus. 4, 4, 4 und zack. Ja. Und 47. Ja. Du solltest nur die Map wieder raus weg tun. 47. Okay, hier ist eine gute Stimmung. Ja, wir kommen jetzt den Sachen langsam näher. Halt. So. Und irgendwo soll da eine Höhle sein. Ist das die schon, oder? Ist es schon diese Höhle? Wir gehen mal kurz gucken. Oh Gott. Humpel! Was ist mit dir nicht richtig? Oha! Mann, der Wyvern, der macht schon Schaden, ey. Was bist du da drin? Du willst gar nichts von mir, oder? Leute. Ich will doch gar nicht zu den Teddybären hier. Alle Julia, ist es überblendet. Oh, wow. Alter Schwede, ist das geil. Dicke Sache. Ich glaube, ich könnte die sogar mit dem Blitzreifern machen. Na, warum nimmst du das Ding hier nicht? Perfekt. Ey, das ist doch wahrscheinlich alles Honig, oder? Wow, Mama Mia. Okay, der Jutti, der purrt da oben. Kommt da vielleicht noch irgendwas raus aus der Ecke?
Alter Schwede, das ist krass. Es ist hammergeil hier zu sein. Wow, ich bin echt sowas von beeindruckt. Okay, 30 Runensteine. Ich habe nur keine da, ich habe nur 3 Stück. 3 Stück habe ich. Wie viel Leben hatten die? Ja, hier komme ich wieder her, ey. Das ist eine geile Nummer hier. Das ist echt der Wahnsinn. Das gefällt mir sehr gut. So. Dann habe ich da schon mal ein Bildchen parat hier. Juhu. Gehen wir raus hier. Ey. Das ist ja unglaublich hier drinnen. Und unglaublich dunkel. Dann haben wir uns da schon mal einen Vorgeschmack geholt hier. Wie weit ist denn das eigentlich von zu Hause? Halt. Bloß nicht auf E drücken. Es ist schon ein ganzes Stück weg. Ah, kommt mit, ey. Flieg mal ein bisschen bei Nacht. Das kommt sowieso sehr selten vor. Noch ein bisschen den Tag ausklingen lassen hier. Ah, auf diesen Baylor-Kampf, da freue ich mich drauf. Und da kann ich auch immer ganz gut die Runensteine auch sehen. Wenn man sie sehen kann. Ja. Da halten wir einfach Ausschau. Wahnsinn, ey. Vor allen Dingen, was wir schon für einen Weg hingelegt haben, gell? In Magintavis ist das schon eine Nummer. Vielleicht haben wir auch noch die Chance auf diesen großen neuen Dino. Ich sollte dann nur mein Fernglas wieder anschalten, damit wir da auch was sehen. Ich glaube nur, dass ich zu schnell bin für von meinem Tier aus. Ah, guck an, hier sind Runensteine. Können wir mitnehmen. Gut, sehr gut. Also in der Nacht fliegen, da lohnt es sich, diese Steine zu suchen. Würde ich an eurer Stelle auch empfehlen. Ist das sonst noch irgendetwas? Das mit dem Mond sieht doch schön aus, oder? Es ist schön, dass es noch nicht zu Ende ist mit dem Spiel. Hui, hoppala. Immer ein bisschen gucken, immer ein bisschen gucken. Ja. Und ausruhen.
Es wird jetzt auch wieder hell. Du bekommst echt Leben ohne Ende. Bisschen Maschine. Du bist meine Blitzmaschine. Wunderbar. Echt. Ich glaube, da müssen wir mal woanders hinfliegen. Du bist halt mit dem Wyvern hier schnell drüber. Da ist die ganze Map schon erkundet. Antares ruht sich aus. Tech-Ex. Ich habe schon ewig keinen Tech-Ex mehr gesehen. Warte, hopp. Ja, guck mal, ne, der macht schon fast. Der macht schon fast 1000 Schaden. Das war kein Problem. Duppi Duppi. War ein 135er Tropeganosaurus. Oder wie man dort sagt. Ey, die Rexe sind bestimmt die Platzhalter hier. Ja, den Rex nehmen wir mal auch platt. Sehr gut. Passt perfekt und Ausdauer. Ja, du bist bald auf 1000% Angriff. Das wirst du gebrauchen, Kumpel. Hm, wir sind ja gleich zu Hause. Hier nochmal kurz einen Blick erhaschen, vielleicht ist hier auch noch einer. Hier ist ja auch ein Spawnpunkt von einem Giga. Hier ist nur leider immer schwer, ey. Bis jetzt hatte ich noch keinen Giga auf dieser Seite gehabt. Das war eine entspannte Artefaktrunde. Und ein bisschen auskundschaften hier. Jo. Leute, ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Es war wie immer eine sehr entspannte Art der Unterhaltung. Und dann würde ich sagen, ihr schaltet einfach beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.